Hallo! Entschuldigung. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zurück. Hallo und herzlich willkommen, liebe ZuschauerInnen. Willkommen zurück zu Lustige Witze. Das hier ist Eva. Das hier ist Master Jam. Und das hier sind Lustige Witze in 3, 2, 1, go. Warum steht ein Mann nackt draußen auf dem Balkon? Weil der Wind heftiger bläst als die Frau. Wie nennt man jemanden, der so tut, als würde er etwas werfen? Einen Scheinwerfer. Als ich bemerkte, dass ich kein Chinese bin, hat mir das direkt die Augen geöffnet. Was machen Schwänze im Bus? Eine Spritztour. Wer von euch kann mir 6 Tiere nennen, die in Australien leben? Ein Koala und 5 Kängurus. Was sagt ein Tornado zu einer Palme? Halt deine Nüsse fest, ich blase gleich. Treffen sich 2 Blitze, sagt der eine zum anderen, hey, schlag ein! Warum hat eine Blondine eine leere Flasche im Kühlschrank? Es kann ja sein, dass jemand nichts trinken will. Die Blondinen sind so doof. Blondinen, ey. Oh, scheiße. Was macht eine Bombe im Treppenhaus? Hochgehen. Ein Ostfriese und ein Bayer begegnen sich im Fahrstuhl. Sagt der Bayer, grüß Gott. Auf der Ostfriese. So hoch fahre ich nicht. Liebling, warum lässt du es mich nie spüren, wenn du einen Orgasmus hast? Weil du dann nie da bist. Boah. Womit kann man Waschpulver beobachten? Mit der Dashcam. Wenn man einer Wurst beide Hände abschneidet, ist sie dann endlos. Was verlangt ein Banker beim Friseur? Einen Girokäsenschnitt. Mama, warum ist der Rucksack so schwer? Oh mein Gott. Allahu Akbar, mein Sohn. Allahu Akbar. Leute, die denken, dass Sexismus heutzutage nicht mehr existiert, sind genauso dumm wie Frauen. Oh, Frauen. Blondine. Warum fällt die kleine Anneliese immer von der Schaukel? Weil sie keine Arme hat. Das macht nichts. Frauen. Ja, okay, das ist doch voll der Kurt Morowitz, ne? Was macht ein Leprakranker auf dem Friedhof? Ersatzteile suchen. Kurden kommen mit Brüdern, Araber mit Cousins, Türken mit Onkels, Albaner mit Kollegen und Deutsche mit Anzeige. Oh shit, ey. Ich habe letztens eine Selbstmordhotline im Irak angerufen. Daraufhin sind die ganz aufgeregt gewesen und haben gefragt, ob ich einen Lastwagen fahren kann. Damals als kleiner Junge auf diversen Hochzeitsfeiern sagten Bekannte öfters mit einem breiten Grinsen zu mir, du bist der Nächste. Jetzt habe ich den Spieß umgedreht und mache dasselbe auf Beerdigung. Jedoch bin ich da der Einzige, der lacht. Was macht eigentlich ein Rollstuhlfahrer, wenn er wütend ist? Am Rad drehen. Ich wollte schon immer mal was mit Menschen machen. Ja, aber Scharfschütze? Was lernt man bei der französischen Armee als erstes? In 10 Sprachen zu kapitulieren. Warum solltest du einen Polen auf einem Fahrrad nicht überfahren? Es könnte dein Fahrrad sein. Mann zum Apotheker. Ich brauche etwas, damit es mit den Frauen wieder klappt. Möchten Sie Viagra? Nein, aber haben Sie auch Chloroform? Mama, warum bekomme ich meine Weihnachtsgeschenke schon im September? Weil die billiger sind als die Chemotherapie. Insta-Time! Halt dein Maul! Willkommen zurück zu Insta-Time, die Zeit, in der wir eure Instagram-Kommentare kommentieren und ihr habt uns wieder fleißig Sachen geschickt. Kamira Kamikam möchte nämlich wissen, wie wir uns kennengelernt haben. Also, es war ein wunderbarer Sommermorgen. Nee, es war sogar ein Abend, glaube ich. Ich weiß, dass ich am Tag davor getrunken habe. Es war ein wunderbarer Sommernachmittag im Mai vor 3 Jahren. Ja, wir waren Nachbarn. Und horny. Ich war verzweifelt, okay. Die Antwort ist Tinder. Nein, also ja. Seitdem sind wir aber cool. Super nice. Lois Hinamo. Österreichisches Deutsch. Ich weiß nicht, wo ich tun soll. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Jan war 70. Matheaufgabe in der Grundschule. Heinz ist 68 Jahre alt und seine Freundin ist 28. Frage, wie viel Geld hat Heinz? Auf sugardaddy.com werdet ihr die Antwort finden. Lu, einfach Lu. Was für eine Hose habt ihr an? Ja, Hosen. Also das ist eine schwierige Sache, denn sie trägt gerade meine Hose und bei mir ist es so, ich trage gerade die Unterhose bei der Hose. Aber das ist nur so eine Phase. Shadowheart X möchte wissen, kann man dich buchen, zum Beispiel für Geburtstage? Die Frage ist jetzt natürlich als was. Wir wurden schon mal als Apple War Pictures gebucht, vor 10 Jahren. Das war richtig seltsam, da hatte ein Junge Geburtstag und seine Mutter hat uns angeschrieben und meinte, hey, könnt ihr nicht vorbeikommen und meinem Sohn eine Freude machen? Und am Ende kam raus, der Junge, der kannte uns zwar, aber war jetzt nicht so sein Ding, sondern die Mutter war der Freund. Das war richtig unangenehm. Das war eine richtig komische Situation, in der wir da waren.
Und da haben wir auch gesagt, wir machen sowas nie wieder eigentlich. Wann bietest du mir endlich einen Job an? Ich kann die Technik. Doof gesagt, ich fände es eigentlich mal cool, wenn ich einen Cutter irgendwann für diesen Kanal hätte, damit es mich ein bisschen entlastet, weil ich aktuell fucking viel zu tun habe. Die Sache ist, dafür spielt der Kanal noch nicht genug ein. Ich bin froh, dass mir Lea mit den Grafiken und den Drehbüchern hier schon einiges abnimmt. Aber damit der Kanal wächst und vielleicht mehr Geld reinkommt, blende ich hier noch einmal die Patreon-Adresse ein. Und wenn ihr die Videos liked und teilt, dann könnt ihr eurem Teil dazu beitragen. Und vielleicht kann ich mir irgendwann mal jemanden leisten, auch wenn es noch sehr, sehr lange dauert. Karl Henning, 515. Was ist der Unterschied zwischen einem afrikanischen Kind und einem Tennisschläger? Circa 20 Gramm. Und das war's auch wieder mit der dieswöchigen Insta-Time. Nächste Woche geht es wieder weiter mit der Kommentare-Kommentierzeit. Also schreibt mir einen Kommentar, damit ich diesen in der nächsten Folge verbraten kann. Und ich würde sagen, Eva, erzählen wir noch ein paar Witze. Ja. Frau steht voller Schmerzen auf der Geburtsstation. Ja, es tut mir so leid, mein Engelchen, dass du das durchstehen musst. Sie? Mach dir keinen Kopf, du kannst ja nichts dafür. Mein Freund ist so hässlich, ich kipp mir immer die K.O.-Tropfen ins eigene Getränk. Zwei Freunde unterhalten sich. Sag mal, wie ist deine Frau eigentlich so im Bett? Ach, ich weiß nicht so recht. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich glaube, du hast deine Schwiegermutter um Haaresbreite verpasst. Du solltest schnell nochmal nachladen. Der Papst trägt sich schon seit längerer Zeit mit Selbstmordgedanken. Es ist für ihn die einzige Möglichkeit, sich beruflich zu verbessern. Im Kaufhaus. Ich hätte gerne einen Badeanzug, der meine Figur ein wenig kaschiert. Verkäuferin. Kein Problem. Schlafsäcke finden Sie im dritten Stock. Heute grillen wir mal auf Griechisch. Ohne Kohle. Was kriegt eine polnische Frau zum Valentinstag? Dein iPhone. Wieso leben Eskimos eigentlich so lange? Sie können nicht ins Gras beißen. Was macht ein Millionär mit Parkinson? Geld um sich werfen. Verstehe ich nicht. Weil Parkinson, die zittern immer so und er ist Millionär, deswegen hat Geld in der Hand, dann wirft er das. Nee. Okay, das ist so ein bisschen... Und nur wenn die sich bewegen, dann... Die kommende Generation der Ärzte. Also kein Scheiß jetzt. Parkinson habe ich mal gehört. L-Dopa hilft. Meine Frau hatte neulich so... Das ist ein Spanier. Was? L-Dopa. L-Dopa. Wow. L-Dopa. Meine Frau hatte neulich so hohes Fieber, dass ich sie in die Küche tragen musste, damit sie mein Frühstück macht. Papa, was ist schwarzer Humor? Schau dir mal den Mann da hinten an. Papa, ich bin blind. Warum dürfen Pausen in deutschen Ämtern nie länger als 60 Minuten dauern? Damit man die Beamten nicht jedes Mal neu anlernen muss. Ist noch Platz für weiteren Müll im Auto? Fragt eine Frau die Müllmänner. Ja, wir haben noch Platz, also steig ruhig ein. So. Papa, Papa, mein Zeugnis ist da. Meine Vaterschaftstest auch. Guck mal, nur Einsen. Dein Vater wäre stolz auf dich. Warum haben alle nach Polen verschoben? Ich muss jetzt wieder in Spanien. Herr Lopper. Warum haben alle nach Polen verschobenen Mercedes- und BMW-Automatik? Damit man sie auch in Handschellen fahren kann. Was ist der Plural von Bild? Zeichentrickfilm. Was ist ein Vergewaltiger nach einer Geschlechtsumwandlung? Ein Transgender. Du Oma, wie viel kostet dein Hörgerät? Nein, es rostet nicht. Eva, ich habe gehört, du bist nächste Woche nochmal zu Gast. Ich habe gehört, ich bin nächste Woche auch Gast. Wenn ihr euch darauf auch so freut wie ich, dann gebt uns einen Daumen hoch und schreibt... eure Lieblingsfarbe in die Kommentare. Ja, genau, eure Lieblingsfarbe. Hier rechts findet ihr noch zwei weitere lustige Witze folgen und ich würde sagen, bis nächste Woche. Wort aus. Like und abonnier, YouTuber.